Hey Freunde, willkommen zu einer liebevollen kleinen neuen Folge Medieval Dynasty im wohl geilsten Dorf der Welt. Und wir haben ein bisschen im letzten Tipps und Tricks weitergearbeitet und haben uns den kleinen Wachturm hier oben im Norden gebaut. Das bedeutet, die ganze dämliche Vorarbeit mit Holz sammeln und so weiter habe ich schon alles gemacht. Und wir können jetzt den neuen kleinen Wachturm genießen. Wir werden hier ein bisschen was dekorieren, ein bisschen was hier aufbauen. Das habe ich mir mit euch heute vorgenommen. Das bedeutet, wir bauen jetzt hier erstmal ein bisschen Holz ab und gucken, dass wir die Palisade dementsprechend aufgebaut kriegen. Das ist so heute unser Ziel, damit dieser Wachturm richtig schön aussieht und damit es wirklich gut aussieht wie ein Wachturm. So, das bedeutet, wir brauchen erstmal Holz. Und dafür wird unser Gaul auf jeden Fall eine gute Hilfe sein. Wir waren noch lange nicht mehr auf Banditenjagd. Das könnten wir auch mal wieder machen. Ah, so viele Sachen, die wir machen könnten. So wenig Zeit. Das Spielemagazin hat das auch immer gesagt. Ich fand den Spruch so gut. Oh, Vorsicht. Irgendwie tut mir das weh, glaube ich, wenn mir der auf den Kopf fällt. Man lernt aus Fehlern, ne? Jeden Fehler darf man machen, aber nie wiederholen. Kennt ihr den Spruch? Jeden Fehler darfst du machen, aber nie wiederholen. So, haben wir schon mal gleich wieder das Holz. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir die Palisade neu ziehen. Ich habe zwar so ein bisschen Wasser gezogen, aber das war ja nur, damit da ein bisschen ist. Ich habe mir überlegt, als ich das mir dann von unten angeguckt habe, es sieht schon cool aus, wenn das bis zu dem großen Hang geht. Weil da würde ich mich wirklich verteidigt fühlen und beschützt. So habe ich das Gefühl, die können einfach dran vorbeilaufen. Das bringt ja da nicht viel. Aber das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Oh, Steine. Steine tun nie weh. Zu viel Steine. Wenn man eins immer braucht, dann Stein. Das nächste Haus oder was weiß ich wofür. Ihr würdet euch das Leben viel einfacher machen, Freunde, wenn ihr immer die Steine mitnimmt, die vor euch liegen. Auch wenn ihr die nicht braucht. Guck mal, wie viel Steine ich jetzt wieder gesammelt habe. Es sind schon wieder über 20 mehr bei uns im Reservoir. Lol, ich muss sagen, Freunde, da muss ich mich mega auskotzen. Es gibt echt hochnäsige Menschen. Die denken, die hätten die Weisheit und Coolness mit Löffel gefressen. Da gibt es so einen, den habe ich mir gedacht, so, okay, kommt schon dumm und dämlich. Aber dann, muss ich echt sagen, hat er gedacht, ich soll noch von ihm lernen. Da dachte ich mir so, okay, geht klar. Ich spiele noch nie gespielt, aber passt schon. Ach ja, Menschen sind schon besonders. Was meint ihr, wie bauen wir die? Ich habe mir gedacht, so hier. Aber dann kommen wir hier nicht lang. Doch, dann könnten wir nämlich darüber gehen. Aber das wird dann 4 Holzbrocken. Oder wir bauen die hier entlang und dann darüber. Das braucht natürlich deutlich weniger Holz. Machen wir so. Dann könnten wir nämlich nochmal hier rüberziehen. Bis wir zu dem Hang kommen. Und da sind wir dann wirklich safe. Da kommt keiner mehr dann rein in den Wachturm. Und so bauen wir jetzt Stück für Stück. Wir haben doch jetzt 24 Steine. Nutzen wir die, machen wir so ein kleines Steinmäuerchen hier. Dekorieren auf höchstem Niveau. Kennt ihr das? Da kommen Leute und denken, wir hätten die Weisheit mit Löffel gefressen. Ich meine, jeder darf denken, was er möchte. Wir sind in einem freien Land. Meinungsfreiheit und so ist wichtig. Ah, aber respektlos. Das ist etwas, was ich nicht leiden kann. Dann Leute bei mir direkt verschissen. So. Hand hoch von euch, Freunde. Oder gerne in den Kommentar schreiben, wer genauso fühlt. Wie viel ist das jetzt? 4.
Dann können wir den Weg hierhin machen. Wenn ich die Bretter so da liegen sehe. Könnte man das genau so machen. Dann machen wir hier noch was. Ha! Eine Idee war's. Okay, also. So. Da ist blockiert, aber hier geht. Das wird ja schon mal helfen. So. Wie viel haben wir hier? 16 Bretter. Warum habe ich hier eine Lücke gelassen? Es kann ja sein, dass wir hier noch ein bisschen die Palisade machen wollen oder sowas. Oder wir setzen hier eine Fackel hin, dann halten wir hier alles verbaut. Sieht ja natürlich auch doof aus. Seht ihr? Die Steine, die wir aufgesammelt haben, direkt wieder verballert. Ach, das Leben, das ist manchmal sehr besonders. Ich muss sagen, was ich aber in dieser Zeit aktuell liebe, sind die Weihnachtsmärkte. Also es ist richtig entspannend, wenn man dann mal mit einem kleinen Glühwein in der Hand so ein bisschen da durchschlendert und die Stände sieht und die vielen Menschen, die sich freuen und die mit der Jahreszeit mitfiebern und einfach nur da den Zeitpunkt genießen. Einfach mal alle Sorgen vergessen und ihr sitzt dann da und genießt einfach die Kälte, die sich an eure Jacke schmiegt, während ihr eure kleinen Glühweine in der Hand haltet und euch damit wieder wärmt. Dabei läuft Musik und die Leute rufen wie Marktschreier damals. Ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Im Mittelalter hatten die auch eine Tradition. Einmal im Jahr haben größere Städte oder größere Burgen auch so ein Marktfest gemacht. Dann sind die Leute von überall aus der Welt gekommen und haben dort dann ihre Stände aufgebaut. Du konntest da rübergehen. So wie die Weihnachtsmärkte heute. Ich finde es schade, dass nicht mehr so viele Städte... du hast in fast jeder Stadt, die einen Marktplatz hat, hast du dann an einem Samstag da seine 3-4 Buden. Und die einen verkaufen ein bisschen Gemüse oder so. Aber es ist nicht mehr so, wie ich mir das früher vorgestellt habe. Das sind ja Schaulustige dann darüber gelaufen und haben die Feuerspucker genossen und die Jongleure und was weiß ich, was da alles auf dem Markt ausgestellt war. Heute, da kannst du dir mal ein paar Möhren oder ein bisschen frische Kohl holen, aber das war's dann auch schon, ne? Und ja, weiß nicht, irgendwie hätte ich so eine Zeit gerne wieder. So wie diese, auch die mittelalterlichen Weihnachtsmärkte. Heute gehe ich auch wieder auf einen. Da kann man echt nichts sagen. Das hat was. So, dann haben wir das hier auch schon mal fertig. Und weil wir so jecke Leute sind, setzen wir auf der anderen Seite auch nochmal so ein Zeugchen. Aber nicht so viel. Maximal 4. Was müssen wir wieder Steine sammeln gehen? Aber 4x8 sind... 30. Ach, wir kommen nicht hin. Ne? Aber da lagen ja noch ein paar. Außerdem brauchen wir ja noch ein bisschen Holz. Sieht doch schon wieder 1000-mal schöner aus. Jetzt stapeln wir gleich noch ein bisschen Feuerholz neben dem Lagerfeuer. Hier machen wir jetzt so einen Stapel. Aha, das ist auch cool. So. Nein, nein. One by one. Der ist cool gefallen, aber leider passt das nicht. So, da noch. Ach so, übrigens, während des Tipps und Tricks habe ich ein neues Level in Gewinnung gekriegt. Damit habe ich eine neue Errungenschaft freigeschaltet. Leider können wir ihn nicht in die Folge einfließen lassen, weil das außerhalb der Folge passiert ist. 10% schnelleres Fällen von Bäumen.
Was ist das? Weniger Ausdauerverbrauch bei Gewinnung? Mehr Erfahrung brauchen wir nicht mehr. Machen wir das hier mal. Huch! Falsche Taste gedrückt. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt endlich Disney Plus. Ich habe mich immer dagegen gesträubt, weil ich sauer war. Du holst dir Netflix, du holst dir Amazon und dann kommt der nächste Typ und will wieder Geld von dir und du sollst wieder ein neues Abo machen und was weiß ich. Aber ich habe so viele Serien vermisst. Ich habe mit meiner besseren Hälfte. Das ist Selbstmord, ey. Macht das nicht, Freunde. Ich habe Grey's Anatomy angefangen. Vor einem Jahr. mit meiner Freundin zusammen. Und ich muss sagen, das ist eine never-ending Story, ne? Und dann mittendrin kommt Amazon und sagt, Edgy Badge, Grey's Anatomy gibt's jetzt bei mir nicht mehr. Und du denkst dir so, ja, 11 Staffeln umsonst geguckt, läuft. Ja, ja, das sind so diese Momente. Da war ich sauer dann auf Disney. Aber jetzt wo ich Disney hab, können wir das weitergucken. Und auch noch die ganzen anderen Sachen. Machen wir erstmal die Bretter, oder? Erstmal die Bretter. Generell will ich in unserer Stadt viel mehr Wege mit Brettern dekorieren. Aber wir brauchen so viel Bretter, das ist Wahnsinn. Aber es sieht halt viel geiler aus. Das Geheimnis, ihr müsst sie immer so ein bisschen schwenken. Das sieht ja natürlich aus. Ah, das ist verdreht. Du musst mich drehen. Ah. Na, komm schon. Vielleicht haben wir die ein bisschen zu viel gedreht. Eine Serie, die ich auch gerne gucke, aber jetzt ist sie bei Amazon in diesem komischen Free-TV-Trister. Dann könnt ihr das zwar frei gucken und umsonst, aber ihr müsst die ganze Zeit Werbung gucken. Das ist auch so ein Moment, wo ich denke, warum bitte bezahle ich ein Amazon Prime-Abo, wenn ich mir dann sowieso die ganzen Serien, die ich früher so gucken konnte, jetzt mit Werbung anschauen muss. Also es gibt so einige Sachen, mit denen bin ich gerade nicht so ganz d'accord. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr in die Kommentare kurz schreibt, was ihr davon haltet, ob ihr das genauso seht. Diese ganzen Abo-Fallen und du kommst da auch gar nicht mehr raus. Und dann hast du das eine und dann hast du das andere und aber das würdest du auch mal gerne gucken. Das nächste ist, wie heißt das? House of Dragon? Kannst du ja auch nur auf Dings gucken. Dann müsstest du dir wieder Sky holen und was weiß ich. Das wird dann irgendwann, finde ich, ein bisschen viel. Jeder holt sich ihre eigenen Rechte und ist auch gut. Jeder soll leben und leben lassen und sein Geld verdienen. Aber Leute, wir haben eine Inflationsrate von über 10%. Wir zahlen 15% mehr für Lebensmittel. Lasst uns doch mal bitte leben, oder? Lasst uns doch einfach mal leben. Wenn du dir überlegen musst, ob du dir leisten kannst, Fernsehen zu gucken oder Wurst auf dem Butterbrot zu haben, dann ist vielleicht der ein oder andere Streaming-Kanal einer zu viel. Ja, ich habe mich lange gewehrt gegen Disney. Aber mittlerweile ist so viel auf Disney. Auch Marvel. Ich bin unglaublicher Marvel-Film-Fan. Und du kannst das halt nur auf Disney gucken. Oder du kaufst dir direkt für 30 Euro die DVD. Super. Ach ja. Leben und leben lassen, sag ich immer. Et kütt wie et kütt, ne? Et kütt wie ein kütt und es ist nur immer gute Gang. Also, das wird schon passen. Wir werden schon da überall durchkommen. Und ehe wir uns versehen. Wir haben Corona überstanden, Freunde. Hand in Hand. Das werden wir auch überstehen. Und dann werden wir irgendwann alle wieder gemeinsam streamen können. und kleine Filme gucken. So wie es uns gefällt.
Ich muss auch sagen, ich habe auch keinen Fernseher. Also ich habe einen Fernseher, aber ich gucke keinen Fernseher. Früher war ja das größte, Fernsehen zu gucken. Ich hab's abends zu Hause, viertel nach acht, kam dein Spielfilm, hast dir dann Fernsehen geguckt. Würde mich mal interessieren, ob ihr überhaupt noch Fernsehen guckt. Ja, mal in die Kommentare schreiben. Und oder in Discord. Schreibt gerne nochmal in Discord, können wir gerne gemeinsam darüber diskutieren. Ey, Gaul, wo bist du? So viel Steine. Wo war ich stehen geblieben? Ach, ich bin so schnell raus. Wo bist du? Gaul, wo bist du denn? Einer von euch hat mir auch geschrieben. Der ruft den, aber ob das ein Bug wäre. Auf jeden Fall einfach mal neu starten. Meistens geht das dann, wenn ihr sowas habt. Wenn ihr sowas habt, dann einfach mal neu starten. Das klappt dann. In den meisten Fällen. Bitte nicht auf das Pferd. Ich brauche mein Pferd noch. Ich kann mir kein neues leisten. Ich habe jetzt Disney Plus, da kann ich kein Pferd kaufen. So. Auch wenn White Dragon immer denkt, ich wäre eine Witch-Bitch. Oh, verdammt. Jetzt muss ich da ein Häkchen machen bei vulgärer Ausdrucksweise. Ach ja. Hätte ich schon bei dem verdammt machen müssen. Wusstet ihr, dass sie echt sehr streng sind, die Richtlinien? Wenn du das Wort verdammt sagst, dann ist das schon ein Häkchen. Ja, manchmal, da kommt das... Dann geht die Pferdchen mit einem mit, sag ich mal. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich sag, was ich denke. Das ist ja halt... Das ist die Realität. Das ist, wie ich bin, ne? Das Schlimmste ist, wenn Menschen anfangen, sich zu verstellen. Naja, manchmal darf man mal eine freche Schnüsse haben. Seht euch das an. Sieht doch schon mal tausendmal besser aus. Aber wir können direkt loslaufen und noch mehr Holz holen. Ich will zumindest noch die eine Seite da fertig kriegen. Wir haben doch hier noch ein bisschen Holz herumliegen. Ach, Freunde, ist doch schon wieder die Folge vorbei. Das ist Zeit, dass ich jetzt koche. Ah, guck mal, hat genau gepasst. Dann haben wir das meiste schon geschafft. Wir haben die Bretter und den Weg. Guck mal hier. Oh, 5 Steinchen. Lass mich kurz nachdenken. Lass mich kurz nachdenken. Was ist Sinn, wenn wir... Naja, dachte ich mir. Voll gut, wir können die Mauer jetzt drehen. Als wäre mir bei einer Steinmauer je aufgefallen, ob die richtig oder falsch rum ist. Aber bei den Palisaden ist das auf jeden Fall nützlich. Ah, vielleicht machen wir dann noch hier ein bisschen Palisade vor. Vor der Steinmauer. Ein paar Fackeln können wir dann nächste Folge setzen. Oh, das ist eine gute Idee. So, sieht doch toll aus. Hat was Komplettes. Der Wachturm des Südens. Hat was. Wenn man sich das mal so anschaut. Ich meine, da kann man ja noch mega viel dekorieren. Vielleicht können wir da hinten noch ein Haus bauen. Ach krass, geht sogar. Ah. Da können dann die Wachen immer schlafen. Wahnsinn. Geht sogar noch ein Haus hier rein. Aber ich will das nicht auf dem Steg. Ich will das dann...
Ja, so hätte ich es gerne. Aber ist so uneben. Ach, cool. Wir können die hier wegmachen, die Palisade, und dann können wir hier noch ein Haus hinsetzen. Hat doch auch was, oder? Das hat doch was. Das machen wir. Nächste Folge bauen wir da ein Haus. Eine kleine Hütte. Süß, mega. Irgendwann können wir Schilde. Es wird ein Update geben, da können wir Schilde bauen. Ich habe mir überlegt, wenn wir Schilde bauen können, deswegen habe ich jetzt die Steinmauer hingemacht, setzen wir hier Schilde, wie damals in der Wikingerzeit, so einen adklen Schildwall. Und dekorieren damit dann ein bisschen die Mauer. Das finde ich, das sieht immer so schön aus. So, wir wollen noch was dekorieren. Nein, falsches Brett. Bleib liegen! Du da! Ah, aus der First Person geht das ein bisschen einfacher. Machen wir noch zwei Bretter und dann machen wir für heute Feierabend. Dann können wir hier noch ein paar Blümchen und so verteilen. Ah, das sieht nicht aus. Ziehen wir die einfach ein bisschen hoch. Dann sieht das nicht so schlimm aus. Toll, oder? Hat was. Ah! Wo kommst du denn her? Oh Mann, ey. Ist das eine Friemelarbeit. So, Freunde. Dann haben wir das auch. Schön. Gefällt mir. Könnte man auf der anderen Seite jetzt auch noch machen. Oh Gott, ich werde heute nicht mehr fertig. Ich sag's euch. Ich hätte keine Bretter liegen lassen dürfen. Komme ich nur auf dumme Ideen.
Ah, schon wieder Nacht. Wie schnell die Zeit vergeht, ne? So, Freunde, das haben wir geschafft. Dick! Und damit vielen Dank fürs Zusehen. Bitte gerne in die Kommentare mal eure Meinung dazu schreiben. Gerne liken. Und für die Neulinge unter euch, gerne abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es gibt noch einiges zu tun. Wenn wir das Haus hier bauen wollen, wird das mega cool. Wollen wir noch ein paar Steine mehr? Dann könnten wir uns mal um Tierfutter kümmern. Ich glaube, von hier oben hast du sowieso die beste Aussicht. Und dann kommst du hier rein in diese wundervolle neue kleine Stadt. Und dann hast du hier so eine Mini-Schenke, ne? Dann kannst du dich hier ausruhen und kannst den Leuten da beim Wache stehen, zugucken. Generell die Aussicht vom Wachturm ist ja schon mega nice. Die ist ja schon, ne, nicht zu verachten. Also von hier die Aussicht ist schon cool. Auch mit der Palisade und so. Ist schon okay. Ist schon okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Bis dann.